Ich wünsche euch einen fabelhaften Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ganz genau. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich ein bisschen was von der neuen Welt erkundet. Die dritte Welt, da sind wir jetzt hereingekommen. Und für uns geht es jetzt erstmal hier hoch. Ich habe gerade noch Rosalina geheilt, weil die hat ein bisschen Damage genommen, ist sogar gestorben in der letzten Folge. Deswegen schaut ihr auf jeden Fall an. Viele spannende Dinge, die passieren. So. Wir sind jetzt über diese kaputte... nee, mit dir will ich mich eigentlich nicht anlegen. Ich muss jetzt erstmal ungefähr gucken, wo wir sind. Also abgesehen davon, dass hier viel zu viele von diesen Gegnern rumlaufen. Da hinten, seht ihr das? Das sind diese Dinger aus Mario 3D World. Hier gibt es sehr viele 3D World Anspielungen. Hier soll man nicht rein. Okay, aber da kamen wir doch her, oder nicht? Oh, da unten ist was? Was hast denn du für ein Level, cool? Ja? Schön. Erreiche den Hauptplatz. Ja, okay. Adam, Sebauser. Dieser Schuppenriese? Ist er ein Freund von euch? Oh, Mama. Selbe Frage könnten wir dir auch im Hinblick auf die steingesichtige und doch seltsame attraktive Frau stellen. Sparkjägerin. Eine Sparkjägerin. Granita. Ja, sie ist keine Freundin. Bowser ist auch kein Freund von uns. Er hat Prinzessin Peach schon ziemlich oft entführt. Aber trotzdem, wir können ihn nicht der Finsterzeit überlassen. Stimmt's? Können wir auf keinen Fall! Es ist Bowser, Leute! Stufe 17 wird vorausgesetzt. Das sind wir gerade so. Oh mein Gott, wie krass. Ich möchte mich trotzdem mal hier ein bisschen umgucken. Also hier laufen auf jeden Fall sehr viele von diesen Heilern rum. Nee, ich will mich doch nicht umgucken. Ich will actually direkt Bowser befreien und Mario gegen Bowser austauschen. Ich glaube, das tue ich dann auch. Wahrscheinlich. Die Sache ist die. Okay, da hinten ist schon mal das Secret Level. Wichtig zu wissen. Dieses ganze Areal scheint ziemlich groß zu sein. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Wir müssen auf jeden Fall... Wir können hier ziemlich viel erkunden. Hinten sind es... noch ein Haus. Nicht zu vergessen, in den Wald kommen wir ja auch noch später. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal, wir retten jetzt erstmal Bowser. Komm, weil da habe ich Bock drauf und das ist gut fürs Thumbnail. Kann man krass in den Titel schreiben. Wir haben Bowser entdeckt. Wisst ihr, was ich meine? So sowas. Ihr wisst, was ich meine, weil ihr habt ja das Folge angeklickt. Hat selbst der mächtige Bowser in der Finsterzeitdimension keine Chance. Wir haben eine Waffe für ihn. Ursprünglich war sie für Rabbit Mario vorgesehen, aber für ihn war sie zu schwer und unhandlich. Nein. Stimmt gar nicht. Ich habe Blasen davon bekommen. Here we go, guys! Bowser, er ist da! Ich habe es predicted noch in der letzten Folge, glaube ich sogar, dass Bowser safe sich uns in der dritten Welt anschließen wird. Und der ist voll klein. Zeit für Taktik. Granita ist zu stark und unsere Anrichter kriegen kaum etwas aus. Versucht sie auf die Sprengfallen zu locken. Okay. Okay.
Na, also so wenig richtet das jetzt nicht aus. Aber gut. Wir haben Bowser. Und wir hätten vielleicht erstmal mit Bowser Bark und sowas ausrüsten sollen. Jetzt ist es halt so. Wir böllern da voll rein. Oha. Sie hat Verfolgradius. Das könnte sich echt als wichtig erweisen. Will nicht wissen, was ihr für eine Range habt. Echt nicht. Hör nicht auf. Bumba, hä? Weh, ich rutsch da jetzt runter. Okay, tu ich. Ich will da aber auch nicht selber reinlaufen. Ich dachte. Throw mal da rein. Da ist auch ein Lehrer. Oh, nee. Oh, nee. Ja, tatsächlich noch ein paar. Ich hol jetzt das Ding erstmal hierher. Volles Kanonenrohr. Bowser, triffst du damit nicht? Gut. Jetzt kann doch Rabbit Rosalina... dieses Ding hier reinlocken, oder? Jetzt trifft sie Bowser. Bowser hat aber immens viele Leben. Oh, ich wusste nicht, dass sie da durchlaufen kann. Ja, tatsächlich ungut. Was ist deine Power? Beschwört drei Rabbit Robo-Koopas, die den nächsten Gegner jagt, bei Kontakt explodiert. Bowser hat eine Bombe, die rumlaufen kann. Strong. Ja, ich sag mal so, ist die, glaube ich, die beste Idee. Dann sehen wir auch mal die Animation von Rabbit Rosalina. Ah, sie guckt in ihr magisches Buch. Das heißt, ich kann das hier zünden, weil sie sich halt safe nicht bewegen wird. So. Einen Gumba. Wir reden nicht darüber, dass Mario gerade zwei Schüsse auf einen einzigen Gumba verschwendet hat. Gumbas finde ich tot unsympathisch. Muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Stopp. Ich will hier ein bisschen... will hier minimalsten Schutz genießen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich schon Bock zu tatsächlich. Diesen Kollegen hier. Dashen, habe ich gedacht. Warum kann ich nicht dashen? Ist ja auch egal. Er wird reingefeuert. Strong, viel Damage. Bowser, du kriegst dadurch keinen Schaden. Wunderbar. Ich dachte, die Dinger explodieren. Hä? Wie aktiviere ich so eine Sprengfalle? Muss ich dafür irgendwas drücken? Hä? Hallo? Abgesehen davon, Bowser ist fast tot. Bowser ist mein Pilz. Ich dachte, die Sprengfallen zünden automatisch. Ich habe mir das anders vorgestellt, hä? Oh, jetzt mit Bowser reinschießen, vielleicht. Nein. Doch. Okay. Okay. Aber es muss nicht unbedingt Bowser sein. War jetzt echt wahrscheinlich. Krass, dass wir auch hier unendlich einfach springen können, gell? Dash.
Und Dash. Und ein super Schwert kriegt er auch noch ab. Down ist er. Minus 1. Bowser steht unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können dieses Viech tatsächlich wieder hierher locken. Zack, zack. Also durch den Angriff auf den Boden macht dieses Ding Damage. Ich muss auf jeden Fall Reflektieren anmachen. Mario steht nämlich way too offen. Das ist smart. Doch, das ist sehr gut, wie dieses Ding steht. Sagen wir es, wie es ist. Mario lebt noch. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Ich hoffe, das zählt einfach mal. Warte, ich darf ja nicht in diesem Ding stehen, wo das explodiert, gell? Stell ich mich hier hin? Nee, ich muss ja... Ich stehe viel zu offen, ich weiß. Egal, das Ding schlägt auch bei 8 Damage. Wundervoll. Ja, ich stehe auch noch. Er wird reingeballert. Ja, kommt näher. Wieder reinschießen. Komm, komm, komm. Gut Damage machen. Er bringt halt auch die Schadensverstärkung nichts, ganz ehrlich. Deswegen zünde ich die nicht. Und jetzt hier gedasht einmal. Und nach hier hinten gesprungen. Und nochmal da reingeworfen. Keiner kriegt Schaden, keiner kriegt Schaden. Bowser auch nicht. Wunderbar. Ja, okay, jetzt vielleicht. Not so nice, actually. Okidoki. Alles, was sich bewegt, wird erstmal gerippt hier von Mario. Mario steht aber echt nicht. Bowser halt noch weniger. Bowser ist mal was. Hast es dir verdient. Bowser ist im Radius. Das ist wichtig, weil das Vieh wird safe Bowser angreifen. Und da Bowser dann auch runterfällt, ja. Oh, nein! Be strong! Be strong! Be strong! Be strong! Ich dachte, Bowser wird jetzt safe gerippt. Das heißt aber, ich muss mit Bowser jetzt auch nach da hinten rennen. Wird ja nur 5 Bumbas. Kein Stress. Mario ist tot. Das ist bisher der schwerste Kampf, Action. Wenn ich die alle dashen auf einmal, nein, nur maximal. Ja, dann dash ich sie auch nicht. Weil es wäre eigentlich actually smarter, wenn wir... hier hinstellen würden. Dass wir sie halt nicht treffen. Weil sonst läuft sie zu uns. Und ich will mit ihr einmal holen. Komm, gut Damage machen, gut Damage machen. Ja, war okay. Wie ich mich über 5 Damage freue. Zack, 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 zack. Bumm.
Das ist nur noch das Feld links. Warum nicht? Die machen safe auch Damage und wir haben Bowsers Animation noch nicht gesehen. Und die sieht natürlich strong aus. Das sind Rabbit Koopas. Und das zählt auch nicht als Angriff. Bowser, du kannst auch nichts mehr essen. Wir müssen einfach hoffen, dass Bowser überlebt. Wunderbar. Das sind nur Goombas. Nee, sind's nicht. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad steigt und das ist auch gut so. Das ist actually auch gut so. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Er hat noch Schutz, deswegen ganz entspannt. Haben wir geskillt, dass der Schutz für 2 Runden zählt. Also Bowser, du kriegst erstmal was zu essen. Ich glaube, Bowser kann nicht so weit fliegen, weil er schwer ist. Nein? Okay. Hätte ja sein können. Oh, komm. Wunderbar. Also Distanzen zurücklegen ist gar kein Problem hier. Ja, warte. Eins nach dem anderen. Yeah. Okay, wir kommen nicht so weit, wie ich dachte. Aber auf jeden Fall, einer ist down. Die macht aber auch viel zu viel Schaden. Also das ist ja schon unangenehm, wie viel Damage das macht. Ich glaube, an der Stelle stelle ich mich jetzt in den Block. An der Stelle stelle ich mich... Wie gesagt, ich stelle mich hier hin. So. Klar, die respawnen wieder durch die Portale. Aber besser als gar nichts zu tun, oder? Also wird hier nochmal reingefeuert. Ja. Bowser hat auch relativ akzeptable Leben. Es war nur Mario, der halt... Ja. Vielleicht nicht ganz so smart platziert war. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, keiner kann uns gerade treffen. Von deren Position aus. Ja, vielleicht da hinten, der aus dem Portal kommt. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Aber je früher wir Bowser im Team haben, umso krasser ist das Game. Trifft uns nicht. Eben. Er genauso wenig. Er macht halt hier einen halben Block. War kein Stress. Mal gucken. Kann nicht so weit laufen. Ich sag mal, hier hin platzieren ist nicht schlecht. Ja, die Reichweite ist halt du. Er schießt einfach da dagegen. Bowser hat's verstanden, wie das Game läuft. Nee, Bowser stellt sich hier hin. Und ballert hier mal rein. Gegenangriff sollte aber nicht treffen, ja. Ich. Als ob wegen einem Feld. Jetzt aber. Ein Stückchen näher schon mal. Den Goombas macht sie keinen Schaden, schade. Wunderbar. Nochmal ein Stück näher. Jetzt steht Rabbit Rosalina halt dumm. Hier können wir nochmal Damage rausholen, auf jeden Fall. Wichtig auch. Jeder Damage zählt. Sich halt.
Nee, lohnt sich auch nicht. Rabbit Rosalina hat noch so viele Leben. Ja, so viel dazu. Ich habe nie was gesagt, okay? Nicht auf Rabbit Rosalina, bitte. Okay. Aber auch nicht gut. Auf Bowser, auf Bowser. Den triffst du nicht. Das läuft gerade echt ungut. Was auf jeden Fall schon mal wichtig sein kann, ist, sich richtig zu positionieren. Los. Er kriegt einen Double Dash. Er überlebt das Ganze auch noch. So. Kommt noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, ist okay, ist okay. Das Ding sollte aufwachen. Ja, okay. Die stehen beide so, dass sie gleich sterben würden. Deswegen wird hier mal geheilt. Ja, und da auch. Lieber einmal zu viel heilen, wie einmal zu wenig. Das Ding wird noch weggedasht. Bowser darf jetzt halt keinen Schaden erleiden. Deswegen feuere ich hier mal rein. Komm, komm. Gut Damage machen. Nächste Explosion. Eben, wir haben auch Schaden bekommen, aber wir haben das überlebt. Ja. Ja, haben wir. Wir zünden nochmal diese Koopas. Die Animation haben wir vorher schon gesehen. Alles gut? Wie auch immer man ausdrückt, dass alles gut ist, wenn man kurz davor ist zu sterben. So. Das sollte jetzt aber nicht mehr allzu schwer sein, hoffe ich doch. Ich hoffe auch, wir verlieren keinen Charakter mehr. Das wäre nämlich auch nicht so nice. Wunderbar. Weil sie noch nicht im Radius. Dash. Das wollte ich nicht. Dash. Aber jetzt fliege ich nach hier hinten. Werf da das mein Schwert nochmal rein. Komm, komm, komm. War gut Schaden, war gut Schaden. Das interessiert mich nicht. Die kriegt jetzt nochmal Schaden, eben. Angreifen kann mich das Ding auch nicht direkt. Ja, wichtig. Dashen. Erstmal bewegungsunfähig. Lass mich mal da switchen. Ich nehme den Pilz, damit wir das auf jeden Fall safe überleben. Komm, 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 komm. Das waren sehr gute Treffer. Eben das will ich auf jeden Fall überleben. Es ist schlecht, dass das Ding noch nicht down ist. Das hätte jetzt der Schuss sein müssen. Ich komme hier nicht durch. Gegner in Reichweite werden zur Position des Helden gelockt. Hä? Das war nicht das, was ich reinnehmen wollte. Ich wollte mehr Damage machen. Nein. Oh nein. Oh nein. Hiermit kann ich noch ein bisschen Damage machen. Ja. Nicht mal mit Glück. Oh
nice. Ist auf jeden Fall Heilung. So, und jetzt müssen wir hoffen. Ja, gut. Lieber auf Bowser wie auf die anderen beiden, die schon fast tot sind. Ich glaube, Rosalina macht es nicht mehr lange. Muss ich ganz ehrlich, offen und ehrlich sagen. Rosalina macht das nicht mehr lange. Und warum ist er so kaputt? Hieß es nicht, dass man mehr Schaden dadurch macht oder so ähnlich? Game des Jahrhunderts. Sie kann ja Double Dashen. Hier hinstellen. Dashen. Nochmal dashen. Jetzt mit Rabbit Rosalina. Alles rein, was geht. Komm, 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 komm. Strong. Sollte man aber überleben. Als ob wir dieses Ding immer noch nicht finishen können. Heilung rein da. Okay, das ist gut. Oh mein Gott, das ist bisher der schlimmste Kampf von allen. Bitte mach doch Damage, Mann. Das ist meine letzte Möglichkeit. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Kann nicht wahr sein. Dass ich deswegen jetzt sterbe. Heilung. Richtig Schaden überlebe ich. Sache ist... Nee, alles gut. Alles gut. Okay, Bowser hat nur Schaden bekommen. Solange Bowser nur Schaden bekommen hat, ist alles gut. Nein, sie ist trotzdem tot. Ich zünde auf jeden Fall die da rein. Das ist wichtig. Halt immer noch 300 Leben. Sollte mich aber nicht reachen. Oh doch, sie kann da durchlaufen. Aber alles gut. Komm schon. Das wäre ein Zug. Muss es halt darauf ankommen lassen. Oh mein Gott, das ist so stressig. Bitte tut nichts. Bitte tut einfach nichts. Bitte tut doch nichts. Okay. Das ist mein letzter Pilz. Vielleicht den Dash von ihr. Nee, kannst du auch nicht als letztes machen. Ist die Sache. Verstecken. Bowser dasht. Und fliegt ganz dringend weg da. Das ist bisher der schwerste Kampf von allen. Wirklich. No joke. Nutzen einen Powerblock. Nutzen nicht. Nutz keinen Powerblock. Ich nehme den Powerblock. Und werf ihn da rein. Das hat Damage gemacht. Das war wichtig. Ich kann nichts mehr machen, oder? Nee. Ich gebe den Zug ab und hoffe aufs Beste. Der Kampf wird nichts, Leute. Der Kampf wird nichts.
Nee, ich glaube, das war's. Ach Mann, warum? Okay. Tot, oder? Kann ich jetzt gehen? Ja. Boah, war das eine schwere Schlacht. Guys, ich starte die Schlacht noch mal neu und zeige euch dann, was passiert, wenn man es vielleicht auch schafft. No joke, ich gestehe. Ich habe den Easy-Easy-Easy-Mode benutzt und im Gesamten über keinen Schaden genommen, weil ich jetzt seit exakt 3 Stunden und 34 Minuten an dem Kampf sitze und ja, einfach nichts hinkriege. Deswegen, sorry, aber ja. Und ihr Schwächlinge, ein Dankeschön wäre angebracht. Ich habe gerade euer Leben gerettet. Vergiss es. Was tust du hier, Bowser? Ich suche Misera, genau wie ihr. Sie hat meine Armee von schrumpfhörnigen Schwachköpfen auf ihre Seite gezogen. Und ich will sie wiederhaben. Beepo, wenn wir Bowser erlauben, sich uns anzuschließen, steigen die Erfolgschancen unserer Mission um 11,34756%. Und wo lagen sie vorher? Etwa so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass einem Schwein Flügel wachsen und es fliegen lernt. Das dürfte hinkommen. Kein Wunder, dass ihr mich dazu bringen wollt, eure kleine Waschlappenbrigade anzuführen. Ganz und gar nicht. Mir egal, wie die Chancen stehen. Stimmt's, Mario? Macht euch keine Sorgen. Ich verspreche euch, erst in Kleinholz zu verwandeln, nachdem ich Misera vermöbelt und die Galaxie zurückerobert habe. Exactly. Stufenaufstieg, wunderbar. Wir sind... Ich zeige euch das ganz kurz, wie das geht. Und zwar hier bei Einstellungen, Spiel und dann ganz unten könnt ihr Unverwundbarkeit machen und dann kriegt ihr keinen Damage mehr. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, also sorry. Aber... So. Wunderbar. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal in den Skill Tree. Nein, bei Bowser. Beziehungsweise, da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Aber ich habe noch keine Sparks zugewiesen. Und ist das dieses mit dem Feuerding? Ja. Wichtig. Und Abwehr. So. Genau. Und den hier machen wir noch auf volles Kanonenrohr, Stufe 4. Dann macht der gut Schaden. Dieses Ding nimmt so wenig Schaden. Also ihr könnt da die ganze Zeit reinballern, es bringt nichts. Wenn ihr es wirklich nicht schafft, dass sie viermal auf dieses Ding springt, dann schafft ihr den Kampf einfach nicht. Deswegen, sorry, dass ich das gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt mir doch verzeihen. Ich würde aber an der Stelle sagen... Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Like da, abonniert den Channel, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.